für zwei gilt. Kunst oder Kreativität ist einfach schön und muss nicht für alles sichtbar politisch sein. Herzlich willkommen bei der Loft Night Show. Wir befassen uns heute mit dem Thema Pop und Politik und die fließende Grenze zwischen Musik und Aktivismus. Die Verschränkungen zeigen sich heute in den unterschiedlichsten Formen. Fridays for Future statt Festival. Den jährlichen Protest-Song-Contest gibt es seit 2004. Ich hoffe, dass die ganzen Familien diese Stimme bekommen und dass wir endlich mal gehört werden und dass Rassismus in Österreich und überall auf der Welt keinen Platz hat. Und wenn die eigenen Lieder schon nicht permanent für die sogenannte Message herhalten müssen, macht es eben der Feed auf Social Media oder die Story. Die Kunst- und Kulturbubble ist vernetzt und aktiv. Das ist nichts Neues. Allerdings werden ihre AkteurInnen abseits der eigentlichen Arbeit heute immer öfters nach Maßstäben gemessen, die bis ins tiefste Privatleben hineinreichen. Aktivismus scheint mittlerweile zum guten Ton und dem eigenen Lifestyle zu gehören. Diese Verknüpfung hat aber auch eine Kehrseite. Denn nicht jeglicher Aktivismus geht von humanistischen oder progressiven Standpunkten aus. Die Unzufriedenheit mit dem Status quo wird immer schwerer zu überhören. Laufend wird dabei auch debattiert, inwiefern sich die Kunst überhaupt in gesellschaftliche Prozesse und soziale Kämpfe einmischen soll bzw. nachhaltig etwas verändern kann. Oft kombiniert mit aktivem Leugnen oder Ausblenden der historischen Umstände, in denen gewisse Strömungen, Disziplinen oder Genres erst entstanden sind. Im Vordergrund steht dabei immer wieder die Debatte um die erwünschte oder doch unerwünschte Politisierung von Kunst und deren Schaffensprozessen. Politische Partizipation findet eben nicht mehr nur in den Parlamenten, sondern auch zwischen den Zeilen von Musikvideos und Songtexten statt. Das war alles nur eine Phase. Sagten Sie doch, diese Phrase wurde mit den Jahren zur Narbe. Unsere Tage werden besser und Sie drängen uns, was wir sagen wollen. Auskunft nach dem Fahrplan reicht es nicht, dass wir nur da waren. Waren wir nicht alle viel zu jung, um zu wissen, wie man anfängt? Und jetzt sind wir viel zu alt, um zu wissen, wie man aufhört? Und jetzt ist es viel zu kalt. Für den Glitzer-Glamour-Rock ist dir das Spiegelbild zu sexy. Hast du Pech, es ist halt hot. Warte, stopp. War das schon radikal, was ideal zu stürmen? Dieses Kapital, war das kritisch? Ist das typisch? Komm schon, sag, ist das politisch? Mann, das ist doch keine Frage. Trage Haltung, statt zu sagen, was zu tun in deiner Lage, explizit reimt sich auf Sieg. Über Zwischenzeilen subtil sein, aber glaub mir, wenn ich sage, das kann mal zuweilen zu viel sein, wir haben dies Leben nicht gewählt. Und was du willst, ist doch egal, denn haben sie dir nicht erzählt, Hochsommer kommt vor dem Fall. Für etwas stehen ist kein Widerspruch zu tanzen und wir tanzen, tanzen, tanzen uns durch immer gleiche Fallen in die Arme einer Künstlerin hier in diesen Hallen. Sie ist all das und vieles mehr und man nennt sie nicht Mabel, Vorhang auf und Bühne frei, ihr Name ist Rahel. Hallo Rahel. Urschön, dass du da bist. Anna Harder hat sich schon ein paar Gedanken gemacht zu dir, ein bisschen mit deinem Werk befasst. Wir machen das jetzt auch heute hier bei der Loft Night Show. Du hast in deinem Pressetext stehen, man hört es auch ein bisschen aus deinen Songs heraus, aber da steht, du willst vor allem eins, Haltung zeigen. Was ist Haltung zeigen oder überhaupt Haltung für dich? Boah, Haltung kann natürlich voll viel sein. Für mich ist es einfach Themen, die mir wichtig sind. Feminismus, Klimagerechtigkeit. Mhm. Und findest du dann, wenn du sagst, dass du Haltung zeigen willst und es quasi in der Popkultur oder auch in der Popmusik geht es ja nicht immer um Haltung. Also wie ist es dir dann quasi wurscht, wenn andere KünstlerInnen da vielleicht keine Haltung zeigen oder hältst du nur den Anspruch für dich hoch oder wie gehst du dann mit diesem Thema um? Boah, ich glaube, ich mag niemanden verurteilen, der das nicht macht. Und Kunst ist oder Kreativität ist einfach schön und muss nicht immer politisch sein oder muss nicht immer, also für alle sichtbar politisch sein. Ich mag das total gern, wenn was vielleicht erst beim fünften Mal hören politisch wirkt. Mhm. Voll.
Aber das soll jeder machen, wie er will. Deine Songs sind unglaubliche Ohrwürmer. Also man hört sie und dann bleiben sie auch und gehen nicht mehr weg. Wenn du schreibst, hast du quasi von vornherein schon einen Anspruch, dass du eine politische Message reinpackst? Oder ist es irgendwie, kommt das dann später? Oder kommt das dann erst, wenn es schon fertig ist, dass du merkst, oh, es ist ein Song zur Klimagerechtigkeit geworden? Oder wie ist da dein Zugang? Ich glaube, es gibt voll viele verschiedene Arten. Ich habe schon so eine Grundhaltung oder so einen Grundanspruch, dass es irgendwie auch eine andere Bedeutung hat. Ich mache Musik und es geht um mich und es geht um, also mir ist es irgendwie wichtig, dass es noch mehr bedeuten kann. Mhm. Ja. Ich glaube, das gelingt dir auch, wenn ich das mal so sagen darf. Ganz viele Richtungen, die angefangen haben als, ich sage jetzt mal, Protestkultur, sei es jetzt irgendwie, dem Punk kann man das sicher nachsagen. Und ich finde, dem Hip-Hop kann man das sicher auch irgendwie nachsagen. Die landen irgendwann im Pop. Und Pop ist ja dann im Grunde genommen doch auch irgendwie die Richtung, die so den kleinsten gemeinsamen Nenner bildet für alle oder für die meisten. Glaubst du, dass es da dann irgendwie so eine Form von Sellout ist, wenn man sagt, ich protestiere, ich bin, also jetzt so ganz plump gesprochen, ich bin gegen das System und ne. Oder ist es, oder was glaubst du, wie das funktioniert? Ist es ein Prozess, den man eh nicht aufhalten kann? Wie meinst du Sellout? Naja, dass man quasi zu Beginn sagt, so diese Gesellschaft oder diese Pfeiler in der Gesellschaft, die sind falsch und wir treten dagegen an und dann 10 Jahre später sind wir selbst Teil von diesen Pfeilern der Gesellschaft. Okay, du meinst, dass man so mit einem Idealismus auch reingeht und dann plötzlich verwäscht sich das so, weil so man bisschen, sich ein bisschen verliert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, voll. Ja. Ich glaube, dass es passiert. Ich glaube, dass es leicht passieren kann. Und ich merke bei mir auch, dass ich mich dann immer wieder irgendwie ermahnen muss und auch immer wieder schaue, dass ich irgendwie so einen größeren Sinn auch reinpacke. Ja. Aber es kann schnell gehen. Und fällt dir das dann leicht? Also, dass du dir dann selber sagst, halt, stopp, ich überarbeite nochmal was oder so? Ja, also das mit dem in der Arbeit selber find ich das irgendwie gar nicht so schwierig. Das ist dann mehr so ein, boah, Instagram absorbiert mich. Und es geht ganz schnell, dass man dann sich so denkt, so, wow, cool, man macht das jetzt, weil man irgendwie gesehen wird dadurch. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man sich quasi politisch äußert, um Teil einer Message zu sein oder um Teil... Vielleicht auch. Da ist Instagram ja sowieso irgendwie richtig verrückt, oder? Du kannst einfach posten, du gehst auf eine Demo und niemand weiß, ob du hingehst. Das stimmt, ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber damit hast du natürlich recht. Glaubst du, dass soziale Medien, glaubst du, sind die gut für politische Entwicklungen oder eher schlecht? Die können voll gut sein. Also gerade wenn man jetzt irgendwie denkt an TikTok, wie das war mit Trump, was da organisiert wurde. Also ich glaube, das kann sehr clever genutzt werden. Aber es kann natürlich auch in andere Richtungen verwendet werden. Und nutzt du soziale Medien auch, um quasi dein Act als Rahel, aber auch deine politischen Botschaften zu promoten, sage ich jetzt mal? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist mir sehr wichtig. Dann gehen wir doch gleich weiter im Thema, wenn wir von Pop und Politik sprechen. Wie siehst du das? Muss man Künstlerin und Werk trennen oder nicht? Boah, schwierig. Gell? Riesig schwierig. Also ja, so Cancel Culture-Frage. Ich habe da, glaube ich, keine pauschale Antwort. Mhm. Tricky. Also hast du schon mal irgendwie ein Act oder eine Künstlerin, Künstler gehabt, wo du dir gedacht hast, zuerst, boah, urcool und dann so, oh, geht sich doch nicht aus. Und reagierst du dann in persönlicher Cancel Culture quasi? Weil das ist ja das eine, wenn man sagt, okay, zart mich nimmer, danke. Mhm. Und das andere, wenn man sich so in diesem Online-Demonstration von Canceling irgendwie beteiligt. Wie ist da dein Zugang so? Ich muss an Nena denken. Mhm. Das ist sicher ein gutes Beispiel, ja. Ja, aber ich trenne es dann irgendwie, Also, oder ich trenne so irgendwie die alte Nena von der jetzigen Nena. Und denke mir halt dann so, ja, da ist irgendwie was schief gegangen. Aber ich kann trotzdem die Musik hören. Mhm. Und die alte Nena feierst du und die... Ich feiere natürlich nicht die Schwurbler-Nena. Mhm. Das wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, das geht's, ja. Ja. Aber ich habe jetzt noch nie jemanden so richtig online so zum Boykott aufgerufen.
Und glaubst du, würdest du das tun? Ich meine, ich habe es ein bisschen... Ich meine, ja, bei Yang Huan irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja. Da hast du dich öffentlich geäußert oder da habe ich mich mal öffentlich geäußert. Da habe ich mich mal öffentlich geäußert, ja. Und was hast du da gesagt? Na, dass ich es einfach ein bisschen schwierig finde, dass er so überall gespielt wird und so, auch auf FM4. Aber ja, dezidiert frauenfeindliche Messages hat. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Da fand ich jetzt den neuen Elli Preis-Song so gut, weil sie sich da auch so ein bisschen geäußert hat dazu. So zum Thema, in real life bist du voll nett, aber deine Texte sind halt einfach frauenfeindlich. Fand ich cool. Das Thema Feminismus ist ja offensichtlich auch einfach ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Auf jeden Fall. Ist dir eine, wie soll ich sagen, ja, das, ist dir das Patriarchat schon mal, ich nehme an, die Antwort ist ja, aber es ist eine Suggestivfrage, ist dir das Patriarchat schon mal in der Popindustrie untergekommen? Oder ist es dir quasi in der Musikkultur wirklich so am Servierteller schon mal präsentiert worden? Oder hast du da, Gott sei Dank, hoffentlich noch nicht solche Erfahrungen machen müssen? Puh, also doch, einfach so Männer, männlich gelesene Personen in Führungspositionen kommt oft mit so einem Macho-Ding. Wurde dir mansplained, was du zu tun hast? Schon, ja. Nämlich, wie gehst du dann damit um? Eher allergisch. Ja. Also, ich kann das dann auch irgendwie nicht trennen. Auch wenn ich jetzt weiß, wäre vielleicht gerade gut, wenn ich es mir, also wenn ich jetzt nicht unbedingt meine Meinung so sage. Aber ich kann das dann oft nicht. Na gut, aber das ist ja dann eher auch Haltung zeigen eigentlich. Das ist Haltung zeigen, ja. Da hast du recht. Eigentlich sage ich ja, dass ich das will. Haltung zeigen, du willst quasi niemanden verurteilen, keine Acts, KünstlerInnen, die sich nicht politisch äußern. Man muss das ja auch nicht die ganze Zeit machen, weil, also, wer schreibt das einem vor quasi? Wie stehst du dann zu Acts, die sich schon politisch äußern, aber sehr fraglich? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Andreas Gabalier hernehmen. Ja, oder Xavier Naidoo. Oder Xavier Naidoo, ja. Oder überhaupt, es gibt anscheinend, wurde mir erzählt, ich habe es noch nicht gehört, aber anscheinend gibt es eine ganz neue Musikrichtung, nämlich so Schwurbler-Reggae, wo irgendwie keiner, wajo, geh nicht impfen, wajo, oder keine Ahnung was. Aber irgendwie so, also so, das ist jetzt auch schon ein Markt, apparently. Aber nur ein kleiner, der wird sicher wieder noch kleiner werden. Wie stehst du zu solchen Menschen, die sich da irgendwie, ja, die sich da hinstellen und, darf ich das sagen, Scheiße verbreiten? Boah, ja, wie stehe ich zu solchen Menschen? Mich interessiert dann halt auch, wie Leute zu so einem Weltbild kommen oder wie die das so durchziehen können. Und deshalb interessiert mich dann selbst auch mit solchen Leuten irgendwie der Dialog. Und da höre ich dann immer so verschiedene Meinungen, weil ich glaube, so Leute, die wirklich jetzt tief drin sind im Aktivismus, sagen oft so, nee, damit wollen sie nicht und können sie nicht und sie wollen sich mit solchen Menschen nicht konfrontieren. Und das verstehe ich auch voll, aber ich habe dann mehr so den Approach, dass ich mir denke, ich will mit der Person reden und ich will wissen, wie es so weit kommen kann. Voll. Aber so prinzipiell glaubt einfach jeder Mensch, sein Weltbild ist das Beste, weil jeder Mensch macht sich ja, kreiert sich seine Welt, muss er ja auch, sonst kann er nicht überleben. Das ist schwierig, ja. Ja, aber das hilft mir schon auch immer wieder so, klar, es gibt Grenzen, es gibt definitiv Grenzen. Und glaubst du, dass Popmusik oder Musik generell die Welt verändern kann? Ja, da habe ich schon so eine naive, blauäugige Haltung. Vielleicht nicht unbedingt naiv. Ich glaube, dass ganz vieles die Welt verändern kann. Ich glaube, wenn man das nicht glaubt, dann muss man gar nicht probieren, die Welt besser zu machen. Ja. Schön. Das sind doch schöne Schlussworte von unserem Gespräch. Rahel, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns jetzt einfach deine Musik an und hören und schauen dir zu, wie du die Welt veränderst, Schritt für Schritt. Vielen Dank, dass du da bist. Und ich sage, Bühne frei. Was noch?
weißt du noch, weißt du noch, wie es war, wie es war, wie es war, wie es war. Und der Mond, und der Mond, und der Mond, und der Mond sagt, weißt du es noch? Weißt du noch, weißt du noch, sag, weißt du es noch? Alles noch, alles noch, alles noch vor uns. Du vor mir, du vor mir, du vor mir, du in meinen Augen. War viel zu jung, um zu wissen, wo man anfängt. Und jetzt sind wir zu alt, um zu wissen, wie man aufhört. Wissen, wo man anfängt, und jetzt sind wir zu alt, um zu wissen, wie man aufhört im Mund. Oh, immer noch ein Loch im Bauch, immer noch ein Loch im Bauch. Das ist doch nur eine Phase, stell dir gar nicht die Frage. Du bist noch jung, auch das Vorgehen mit den Jahren. Du wirst schon sehen, es kommen bessere Tage. Doch alles gleich, noch so viel Jahr. In meinem Kopf dieselbe Frage. Ich höre ihre Stimme nicht. Ich denke nur an dich. Schaust du Mond, schaut in die Galaxie. Ich sehe einen Blick in die schönen Vollmondaugen. Und wenn die Nacht dann schlafen geht, hab ich mich nur im Traum bewegt. Und Freundinnen verliebt man sich nicht. War viel zu jung, um zu wissen, wo man anfängt. Und jetzt sind wir zu alt, um zu wissen, wie man aufhört im Mond. Viel zu jung, um zu wissen, wo man anfängt. Und jetzt sind wir zu alt, um zu wissen, wie man aufhört. Immer noch. Oh, immer noch ein Loch im Bauch. Immer noch ein Loch im Bauch. Das ist doch nur eine Phase. Stell dir gar nicht die Frage. Du bist noch jung, doch das vergeht mit den Jahren. Du wirst schon sehen, es kommen bessere Tage. Noch alles gleich, noch so viel Jahr. In meinem Kopf dieselbe Frage.